Herzlich willkommen und viel Spaß mit dem Hörbuch Der abgetrennte Finger. Es war das zweite Jahr, in dem ich mit Holmes die Wohnung in der ersten Etage der Baker Street 221b teilte. Inzwischen akzeptierte er mich als seinen Wegbegleiter und auch als Chronist, wenn er auch an meinen Berichten immer etwas zu nörgeln hatte. Wir schrieben den ersten Advent und zu meinem großen Erstaunen hatte der rein realistisch denkende Sherlock Holmes, der für Romantik oder Brauchtum absolut nichts übrig hatte, ein Adventsgesteck mit einer roten Kerze spendiert. Auf meine diesbezügliche erstaunte Frage merkte er nur an: Watson, ich möchte Ihnen in Ihrer vorweihnachtlichen Gefühlwelt etwas entgegenkommen. Wir saßen am Abendbrottisch gegen sieben Uhr. Mrs. Hudson hatte uns wieder ein hervorragendes Mahl kredenzt und mein Hausgenosse zauberte eine Flasche zehn Jahre alten Bordeaux aus seinem Geheimlager. Der Kerzenschimmer und das Knistern des Kaminfeuers bereiteten eine behagliche Atmosphäre. Seit dem Nachmittag hatte es durchgehend geschneit und die wohl inzwischen zwanzig Zentimeter dicke weiße Decke dämpfte das Geräusch der Fuhrwerke draußen vor dem Haus. London hatte sich um diese Zeit in eine wahre Zuckerbäckerlandschaft gewandelt. Allerdings war es jetzt um fünf Uhr bereits finster. Gibt es etwas zu feiern? erkundigte ich mich ob der spendablen Seite Holmes. Der zuckte die Achseln. Eigentlich langweile ich mich seit Tagen. Es gibt keinen neuen Fall. Er wandte den Kopf zum Fenster mit den halbgeschlossenen Vorhängen. Dabei würde dieses Wetter, wo sich alles etwas duckt, eine besondere Bühne für das große Theater bieten. Ich angelte mir ein Stück Rinderfilet von der silbernen Anrichteschale. Ich denke, dass diese Ansicht andere nicht teilen werden, vorausgesetzt, sie denken an das finstere Theater der bösen Buben. Holmes lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und hob die Arme ausgespreizt nach oben. Watson, ist es nicht die Bühne des Lebens, das reale Theater? Was könnte ein Autor noch erfinden? Der Tonfall ging schon ins Jauchzende über. Nun mußte ich doch lachen. Du meine Güte, Holmes, Sie sollten Regisseur werden! Mein Hausgenosse ließ die Arme sinken. Bin ich das nicht schon? Wenn sich die Untat mir erschließt, dann dirigiere ich mit den Fakten wie ein Virtuose auf dem Klavier und komme zwangsmäßig zum Finale. Ich nickte. Das haben Sie ja im letzten Fall des griechischen Sklavenhändlers bewiesen. Ich denke, dass ich diesen Fall später einmal schildern werde. Holmes setzte eine bekümmerte Miene auf. Ach, Watson, wenn Sie in Ihren Berichten nicht immer so auf Effekthascherei auswären. Nun schaute ich erstaunt Wie meinen Sie das? Holmes seufzte. Nehmen wir den Fall des Raisin Diamanten. Sie haben Ihre Abhandlung die indische Blume genannt. Nun, Sie schildern die Ereignisse aus der Sicht eines geheimen, fiktiven Beobachters. Sie bauen Spannungen auf, wo eigentlich nur exakte Ermittlungsarbeit anstand. Dadurch suggerieren Sie dem Leser ein völlig falsches, ja abenteuerliches Bild. Aber Ermittlungen sind akribisch und nüchtern. Ich lächelte. Eine kriminalwissenschaftliche Abhandlung würde keinen der Hörer ihrer Fälle interessieren. Sherlock Holmes starrte auf das Tischtuch. Weil die Menschen zu dumm sind, Zusammenhänge zu sehen und auszuwerten. Ach, Watson, die Menschheit befindet sich auf dem absteigenden Ast. Ob dieser pessimistischen Rede brach ich nun doch in lautes Gelächter aus. Holmes' Miene verfinsterte sich. Was um Herrgott's Willen ist da so belustigend? Ich nahm einen Schluck Wein. Weil Sie bei den Menschen zu viel voraussetzen. Niemand außer Ihnen ist so geschult in der Beobachtung und dem Zusammentragen von Fakten. Einen Moment lang herrschte Schweigen. Ich kann das auch nicht, setzte ich hinzu. Holmes schaute mich nun ernst an. Watson? Sie sind ein intelligenter Mensch. Aber schon x Mal habe ich Ihnen gesagt, Sie sehen, aber beobachten nicht. Sie schauen, machen sich aber keine Gedanken darüber. Ich zuckte die Achseln. Dafür können Sie keinen Knochenbruch richten. Mein Mitbewohner zuckte zusammen und seine Augen weiteten sich. Endlich kam es leise Touché. Sie sind im Recht. Dann sind wir uns einig, entgegnete ich trocken. Nun lächelte Holmes. Trotzdem sind Sie ein unentbehrlicher Katalysator meines Gehirns geworden, Watson. Wenn Sie auch oft Fakten verdreht wiedergeben, so bringen Sie mich damit auf die richtige Fährte. Ein verstecktes Lob. Mehr konnte ich von dem Analytiker Holmes nicht erwarten. Wir ließen uns bei dieser Diskussion das Essen schmecken. Die Zeit verran mit Smalltalk, der aus dem Klatsch und Tratsch der sogenannten Upperclass hervorging. Es war bereits acht Uhr abends, wir hatten die zweite Flasche Wein geöffnet, als Holmes meinte: Wie wäre es mit einer Partie Schach? Das schärft die Sinne. Nun, ich hatte nichts dagegen, einzuwenden. Kaum hatten wir am Kamin Platz genommen, als es heftig unten an der Haustür pochte. Holmes hob eine Augenbraue. Sollte bei diesem Schneegestöber mein rastloser Geist doch noch Arbeit bekommen? Wir hörten, wie Mrs. Hudson jemanden in den Flur ließ. Nur zwei Minuten später stand hastig atmend Inspektor Lestrade vor uns. Mr. Holmes, ich bitte um Ihre Hilfe! Holla! Das waren ja völlig neue Töne. Lestrade hielt sich sonst sehr bedeckt. Aber mittlerweile schien er die Fähigkeiten Holmes erkannt zu haben. Sherlock Holmes lehnte sich in seinem Sessel zurück. Setzen Sie sich, Inspektor, und erzählen Sie. Es ist keine Zeit! Lestrade rang die Hände. Holmes lächelte. Nehmen Sie erst mal Platz und einen heißen Grock. Ohne Fakten zu kennen, kann ich nichts tun. Ergeben fügte sich der Mann von Scotland Yard. Wir nahmen am Kamin Platz, ich bereitete den Grog und der Inspektor warf seinen Mantel über den Garderobenständer. Holmes begann, seine alte Churchwarden zu stopfen. Wenn er diese lange Pfeife nahm, dann wusste ich, dass er an den bald kommenden Fakten sehr interessiert war. Ich reichte Lestrade die Zigarrenschachtel. Also, was gibt es? erkundigte sich Holmes alsbald durch den Rauchschwaden. Der Inspektor räusperte sich. Ein Streckenwärter fand vor, er zückte seine Taschenuhr, vier Stunden eine Tote in einem Geräteschuppen der Underground bei Aldgate. Sie wurde erwürgt. Mein Freund runzelte die Stirn. Und? Sie ist, war, eine stadtbekannte Ärztin für Knochenchirurgie und Blutgefäße. Holmes setzte sich etwas aufrecht. Was hatte sie in dem Schuppen zu suchen? Der Inspektor zog heftig an seiner Zigarre. Das erste Rätsel. Das zweite ist in ein Tuch gewickelt. In ihrer Manteltasche fanden wir einen Finger. Ich sog überrascht die Luft ein. Einen. Gehört der Finger dem Opfer? fragte Holmes rasch. Lestrade schüttelte den Kopf. Eben nicht. Wo befindet sich der Finger jetzt? Bei der Leiche im Schauhaus. Holmes legte die Pfeife zur Seite. Dann sollten wir uns das genauer ansehen. 45 Minuten später standen wir in der eisigen, kahlen Halle des Leichenschauhauses. Eine einsame Gasfunzel verbreitete eher Dunkelheit als Licht. Auf einem kleinen Tischchen lag in einer Schale der bläulich verfärbte Finger. Ich betrachtete ihn. Ein dicker Siegelring hing noch an dem sehr sauber abgetrennten Stumpf. Der Finger war direkt an der Wurzel abgeschnitten worden. Sauber mit einem chirurgischen Instrument, erklärte ich, Holmes Lupe nutzend. Mein Freund schürzte die Lippen. So könnte man davon ausgehen, dass die Ärztin die Amputation vorgenommen hat. Wie war der Name? Dr. Eileen McAllen, gab Lestrade Auskunft. Der Name sagte mir etwas. Ihre Praxis lag in der Harley Street. Als sie sich als Frau dort niederließ, gab es einen kleinen Aufruhr unter dem männlichen Ärztestand. Holmes wandte sich ab und schritt zu dem Metalltisch hinüber. Dort lag zugedeckt die Tote. Mein Freund zog das Tuch weg. Die Leiche zeigte sich noch so bekleidet wie am Fundort. Schade, dass sie schon hier ist, murmelte er etwas ungehalten. Die Bahndirektion bestand auf deren Entfernung, kam es von Lestrade. Holmes knurrte. So, tat sie das? Dann widmete er sich der Toten. Wir schwiegen und sahen ihm zu. Ich kannte ja seine Methoden. Der Inspektor trat unruhig von einem Bein auf das andere. Ich wunderte mich allerdings, daß sich Holmes weniger der Strangulationswunde am Hals widmete, dafür aber mehr den modischen Schuhen. Er zog der Toten die Schuhe aus, begutachtete die Absätze, schüttelte wie in Gedanken den Kopf. Dann richtete er sich aus seiner gebeugten Haltung auf. Inspektor, ich muß den Fundort sehen. Lestrade schnaubte aufgeregt. Konnten Sie schon? Holmes blickte den Mann von Scotland Yard ernst an. Nur so viel im Moment. Der Finger gehört einem Kardinal. Der Inspektor schnappte nach Luft. Einem Kardinal? Holmes nickte. Aber alles andere wäre zu diesem Zeitpunkt Spekulation. Lassen Sie uns gehen. Aldgate East wurde am 6. Oktober 1884 eröffnet, als Teil einer gemeinsamen Strecke der Metropolitan Railway. Die Verbindungskurve zwischen Liverpool Street und Aldgate East fiel ungewöhnlich eng aus. Was im Laufe der Jahre immer häufiger zu Gefährdungen führte. Die Bahngeschwindigkeit wurde stark reduziert. Der Schuppen befand sich am Ende der Kurve. War die Tür offen? wollte Holmes sogleich wissen. Er hielt eine Polizeilaterne hoch. Lestrade bestätigte das. Mein Freund betrachtete die Tür und den Türrahmen eingehend. Doch auch mir fielen einige Stellen helleren Holzes im Lichtschein der Laterne auf. Holmes zog sein Vergrößerungsglas zu Rate, dann betrat er vorsichtig den Innenraum, in dem allerlei Werkzeuge und Ersatzschwellen lagen. Die pendelnde Laterne in Holmes Hand wirkte schon geisterhaft. An einer aufrecht stehenden Holzschwelle verhielt mein Hausgenosse. Dann wandte er sich, über die Schulter blickend, an den Inspektor. Wie lag die Tote? Bitte genau. Seine Stimme war scharf. Lestrade schluckte kurz, dann gab er eine Beschreibung. Hat der Streckenwärter die Tote bewegt? Lestrade zuckte leicht die Schultern. Nur am Kopf. Er wollte wissen, ob noch Leben in ihr war. Holmes kam wieder aus dem Schuppen und richtete den Blick zum grauen Himmel. Bald würde es wieder anfangen zu schneien. Vor dem Schuppen zeigte sich der Schnee mit Matsch vermischt. Man sah viele Stiefelspuren, vermutlich von den Polizisten. Holmes schritt auf die Gleise, die Bahn fuhr hier etwa fünfhundert Meter oberirdisch. Endlich kehrte mein Freund zu dem Schuppen zurück. Hätte die Hammelherde hier nicht alles zertrampelt, wäre es einfacher für mich, knurrte er gereizt. Dann begann er seine Pfeife zu stopfen. Fest steht, wenn Ihre Beschreibung stimmt, Inspektor, dann wurde die Tote vom Dach eines Waggons geschleudert, hier in der Kurve. Trotz geringer Geschwindigkeit herrschen hier Fliehkräfte. Der Körper traf hier, er deutete auf zwei helle Stellen, die Schuppenwand. Da die Tür offen stand, schlug der Kopf hier an die Bahnschwelle. Das erklärt die Wunde am Hinterkopf. Da Dr. McAllen bereits tot war, trat kaum noch Blut aus. Wir müssen ermitteln, welcher Zug hier vorbeikam und wo sich die Waggons befinden. Himmel! stieß Lestrade auf. »Die Züge fahren im Fünf-Minuten-Takt.« Holmes funkelte den Beamten an. »Machen Sie sich an die Arbeit mit Ihren Leuten!« Es hatte wieder erwarten Tauwetter eingesetzt. Die Baker Street verwandelte sich in ein Matschfeld. Jedoch entwickelte sich ein Sturm, gemischt mit wässrigem Schnee und Regen. Gleichzeitig wälzte sich von der Themse Nebel heran. Mrs. Hudson hatte uns noch einen kleinen Imbiss kredenzt. Bei solchem Wetter muß man gut essen, hatte sie mütterlich gesagt. Holmes aß wenig. Er angelte das Who es Who der Ärzteschaft aus dem Regal. Neben mir auf dem Äste lag ein kleines Päckchen aus Stoff. Neugierig öffnete ich es. Mein Gott, Holmes! entfuhr es mir. Die Antwort bestand aus einem Kichern. Weshalb so empfindlich? Sie müssten doch aus Afghanistan einiges gewohnt sein, lieber Watson. Aber, aber nicht auf dem Esstisch. Rasch steckte ich den Finger wieder zu. Holmes schaute über den Rand des Buches. Ich brauche den Ring. Leider bekam ich ihn im Schauhaus nicht so schnell ab. Das Draht wird ungehalten sein. Mein Freund und Hausgenosse winkte ab. Der merkt das gar nicht. Er blätterte weiter in dem Buch. Vor unseren Fenstern nahm der Sturm zu. Es sauste und brauste. Das ist interessant, vernahm ich den Ausruf von Holmes. Er kam mit dem Buch zum Tisch und setzte sich. Ich schenkte Rotwein nach. Dr. Eileen McAllen stammt aus Gloucester und arbeitete in Montreatment Moor. Ich runzelte die Stirn. Das ist in Schottland. Holmes nickte. Aber viel interessanter ist es handelt sich um einen inoffiziellen Stützpunkt des Foreign Office. Ich zuckte die Achseln. Was soll uns das nützen? Holmes wiegte den Kopf. Mal sehen. Jedenfalls ist nach der Auskunft in diesem Buch Dr. McAllen spezialisiert auf pulmonales Barotrauma sowie Amputationen. Nun staunte ich. Hulmonales Barotrauma? Explosionslunge. Holmes lächelte. Spannend, Watson. Ich schüttelte den Kopf. Es ist sehr ungewöhnlich, dass sich ein Arzt auf Sprengstoffverletzungen spezialisiert. Mein Hausgenosse lehnte sich zurück. Außer, man hat beruflich viel damit zu tun. Eine Frau als Militärärztin? Sehr ungewöhnlich. Holmes versank in Gedanken. Ich entschloss mich, bei dem wütenden Wind die Schlagläden zu schließen. Da Holmes sich nachdenkend an den Kamin zurückgezogen hatte, widmete ich mich dem Daily Chronicle. Holmes hatte den Ring von dem abgetrennten Finger gezogen und betrachtete ihn stumm. Pfeifen und Zigarrenrauch durchzog unser Wohnzimmer. In Verbindung mit dem Sausen des Sturmes fühlte ich mich behaglich und geborgen. Bis kurz vor Mitternacht ein energisches Klopfen an unserer Haustür uns aufschrecken ließ. Da Mrs. Hudson vermutlich im ersten Schlummer lag, eilte ich die siebzehn Stufen hinunter. Inspektor Lestrade! rief ich überrascht aus. Der kleine Mann vom Yard schaute mich arg zerzaust an. Unter dem rechten Arm trug er eine Tüte. Teufel, Watson, ist das ein Wetter? In der ersten Etage angekommen, fragte Holmes Konnten Sie den Zug ausfindig machen? Es trat hob bedauernd die Achseln. Unmöglich. Die Wagen sind alle eine Stunde später auseinanderrangiert worden, gereinigt und neu eingesetzt. Enttäuschung breitete sich über den Zügen meines Hausgenossen aus, dann seufzte er: Nun gut, ist nicht zu ändern. Dann deutete er auf einen Sessel: Nehmen Sie Platz und genehmigen Sie sich einen Sherry. Das nahm Lestrade dankbar an. Was führt Sie denn so spät noch zu uns? wollte ich wissen. Lestrade zündete die Zigarre an, die ich ihm spendierte, und bemerkte zwischen zwei Zügen: Ein Fundstück. Holmes' Augenbrauen ruckten nach oben. So, was denn? Und wo? Lestrade ergriff die Tüte neben seinem Sessel und reichte sie Holmes. Das fand ein Constable in der Church of St. Andrew Undershaft. Oh, rief ich, das ist direkt bei Aldgate. Lestrade bestätigte das. Holmes öffnete die Tüte und zog eine kostbare Soutane hervor. Holla! rief er, ein besonderes Ornat. Der Inspektor nickte. Kardinal oder sowas, würde ich sagen. Holmes erhob sich aus dem Sessel und breitete das Kleid auf dem abgeräumten Esstisch aus. Elementar! rief er unterdrückt. Ohne Zweifel das Ornat eines Kardinals. Er betrachtete alles sehr eingehend, sogar mit der Lupe. Dann wandte er den Kopf und wollte wissen: Sie ist staubig. Wurde demnach nicht vor kurzem getragen. Wo ist das genau gefunden worden? Es lag wie hingeworfen auf einer Grabplatte. Wie? entfuhr es mir überrascht. Wessen Grabplatte? wollte Holmes in hartem Ton wissen. Das trat wedelte mit den Armen. Keine Ahnung, Grabplatte eben. Menschenskind, das kann ausschlaggebend sein. Zeigen Sie sie mir. Was? Jetzt? Holmes Augen funkelten. Nein, am heiligabend. Damit ergriff er bereits seinen Mantel. Lestrat und ich sahen uns an, dann beeilten wir uns, ihm zu folgen. Eine Droschke war nur nach einem längeren Weg zu finden. Fast fünfzig Minuten später traten wir durch das Kirchenportal. Ich erinnerte mich kurz an die Kirchengeschichte, 1532 gebaut, gehörte die Kirche zu den wenigen, die das große Feuer von London 1666 überstanden hatten. Angeblich sollte hier Hans Holbein der Jüngere beigesetzt worden sein, allerdings konnte niemand sagen, wo sich das Grab befand. Vielleicht handelte es sich auch nur um eine Legende. Interessant war die kleine Statue des Schreibers John Storr, Einmal im Jahr wurde in einer Zeremonie seine Feder ausgetauscht. Holmes hatte dafür keinen Blick. Er schritt stramm aus und blieb vor den drei Grabplatten von kirchengeschichtlich bedeutenden Kardinälen stehen. Also, Lestrade, wo lag das Ornat? Der Inspektor stand etwas unschlüssig. Dann deutete er auf die linke Platte. Dort, aber es war nur hingeworfen. Mein Freund und Hausgenosse nahm eine der Altarkerzen an sich und stellte sie so neben die Grabplatte, dass man die Inschrift lesen konnte. Kardinal Clemens von Barton für seinen Einsatz in Indien, murmelte Holmes. Er erhob sich mit einem leisen Stöhnen und stellte die Kerze zurück. Gut, hier kommen wir im Augenblick auch nicht weiter. Er ließ den Blick schweifen. Jemand wollte eventuell auf etwas aufmerksam machen. Wir müssen uns mit der Person und dem Umfeld von Dr. MacAllen befassen. Das taten wir am nächsten Morgen. Ab 1852 ließen sich zahlreiche medizinische Kapazitäten, wie der bekannte Arzt William Jenner, in der Harley Street nieder. Die pompös ausgestattete Praxis von Dr. Eileen McAllen zeigte uns, dass es ihr an Patienten nicht zu mangeln schien. Im Vorzimmer empfing uns eine reserviert dreinblickende Dame. Ich schätzte sie auf Ende dreißig. Sie thronte hinter einem mächtigen Schreibtisch. »Haben Sie eine Empfehlung?« kam es statt eines Grußes hochmütig. Holmes entgegnete nichts darauf, sondern sah sich nur um. Die Dame erhob sich und blickte noch unwilliger. Sir, nun erst wandte sich mein Freund und Hausgenosse ihr zu. Sie führen schon länger das Vorzimmer hier, seit zwei Jahren. Aber wie ist Ihr Verhältnis zu Dr. MacAllan? Die Lady schnappte nach Luft. Weshalb? W wieso? Dann straffte sich ihre Haltung. Das streng zurückgekämmte Haar mit dem Dutt schien zu vibrieren. Wenn Sie mir jetzt nicht sagen, wer Sie sind, hole ich die Polizei. Holmes nickte. Der stahlgraue Glanz in seinen Augen schien die Dame auf ihrem Standort festzunageln. Tun Sie das. Sagen Sie auf dem Revier, man möchte Inspektor Lestrade informieren. Ich denke, er hat einige Fragen an Sie, Madame. Holmes schaute sie von oben herab an. Mein Name ist Sherlock Holmes und dies. Er deutete auf mich, ist mein Partner Dr. Watson. Wo finden wir Dr. McAllen? Nun brach der Schutzschild der Dame etwas zusammen. Ich weiß es nicht. Sie sollte bereits hier sein. Holmes sog lautstark die Luft ein. Demnach kam sie stets pünktlich? Die Lady schluckte nun leicht nervös. Ja, immer. Der Blick meines Freundes wurde etwas weicher. Es tut mir leid, aber Dr. MacAllan wird nicht mehr kommen. Die Augen der Dame rundeten sich etwas. Was wollen Sie damit sagen? Eileen MacAllan ist tot. Nun geschah etwas, was ich bei diesem Vorzimmerdrachen am wenigsten erwartet hatte. Sie wurde kreidebleich, schwankte zu ihrem Schreibtischstuhl und brach in Tränen aus. Ich blickte Holmes entgeistert an. Der stand einen Moment still. Dann schritt er langsam auf den Schreibtisch zu und beugte sich zu der Dame hinab. Sie hatte das Gesicht in den Händen verborgen. Dr. McAllen war für Sie mehr als nur die Chefin. Es klang feststellend, mit verweintem Gesicht und gleichzeitig verstörtem Ausdruck blickte sie nun den Sprecher an. Holmes hob leicht die Hände. Es geht mich nichts an. Ich bin auch nicht das Sittengericht. Aber Eileen MacAllan wurde ermordet und daher bitte ich Sie, mir zu helfen, um Eileens Willen. Mir blieb fast die Luft weg. Welche Offenbarung! Wieso ging Holmes so locker damit um? Mein Freund nahm vorsichtig eine Hand der Dame in die seine. Wie heißen Sie? fragte er gefühlvoll. Unterbrochen von einem Schluchzen hörte ich Amanda Barton. Wie ein Schlag durchzuckte es mich. Barton. Heiliger Strohsack. Mein Hausgenosse stutzte gleichfalls. Sind Sie eine Verwandte von Kardinal Clemens von Barton? Erstaunt Holmes ansehend, nickte sie Er war mein Onkel. So, machte Holmes. Haben Sie sonst noch Familienmitglieder hier in London? Die Angesprochene schüttelte den Kopf. Nur einen Vetter in Lyon. Holmes schaute sinnend auf den Boden, dann erklärte er dann gibt es hier für uns nichts weiter zu tun. Kommen Sie, Watson. Da trat eine Frau, bekleidet mit einer Kittelschürze und einem Eimer in der Hand, aus einem angrenzenden Raum. Ich bin fertig, Miss Barton. Diese zuckte zusammen und wurde blass, dann nickte sie. Wenig später klappte die Praxistür zu. Auf der Straße zurück zog mein Freund und Hausgenosse mich in den Eingang eines Schmuckladens, ich fragte nichts, denn ich kannte inzwischen Holmes Methoden. Tatsächlich dauerte es nicht lange, bis Amanda Barton aus der Haustür trat und in die von uns entgegengesetzte Richtung lief. Holmes setzte zur Verfolgung an. Weshalb interessiert es Sie, wo Miss Barton hingeht? wollte ich wissen. Holmes warf mir einen Seitenblick zu. Weil an ihrer Geschichte etwas nicht stimmt, dieses Schauspiel eben. Hier stimmt überhaupt nichts. Ich runzelte die Stirn. So? Was denn? Holmes zuckte die Achseln. Das will ich ja gerade herausfinden. Übrigens, was sagen Sie zu dem abgetrennten Finger? Nun, stutzte ich. Wie meinen Sie das? Nun, was ist Ihnen aufgefallen? Ähm, machte ich. So genau habe ich ihn mir noch gar nicht angesehen, er wurde sauber abgetrennt. Genau kam es zurück. Aber nicht vor kurzer Zeit, schon gar nicht kurz vor dem Mord. Dann hätte er doch Verwesungsmerkmale aufzeigen müssen. Mein Freund kicherte. Ich habe ihn mir ganz genau angesehen. Er wurde hübsch balsamiert, perfekt sogar, äußerlich kaum wahrnehmbar, aber man erkennt es an den Kapillaren, eine Methode aus den indischen Tempeln. Ich verhielt kurz im Schritt. Teufel. Das können nur wenige Spezialisten. Sie müssen lange in. eben? kam es kurz zurück. Wir schritten rascher aus, weil die Dame ihre Gangart beschleunigte. Plötzlich pfiff sie eine Droschke heran. Verdammt. entfuhr es Holmes. Weit und breit gab es keinen weiteren Wagen, es ging auf Mittag zu und da herrschte auch im Droschkenbetrieb Rush Hour. Als der Wagen entschwand, ließ Holmes die Schultern sacken. Pech! Dann schaute er sich um. Nun machen wir das Beste draus. Er wandte sich zurück. Werfen wir einen Blick in die Praxis. Holmes, das wäre Einbruch, rief ich nervös. Doch mein Freund ließ sich nicht beirren. Zehn Minuten später standen wir wieder in dem Vorraum. Der Bereich der eigentlichen Praxisräume zeigte sich auch abgeschlossen, aber Holmes schien besessen davon, alles zu untersuchen. Schauen Sie aus dem Fenster, Watson, ob sich jemand dem Haus nähert, bekam ich die Anweisung. Mein Blick schweifte immer wieder vom Fenster zu Holmes. Minuten wurden zur Ewigkeit. Endlich rief er, wir können gehen. Erst auf der Straße, nachdem wir uns vier Häuserlängen entfernt hatten, wischte ich mir den Schweiß von der Stirn. Holmes lachte. Watson. In Afghanistan haben Sie mehr durchgemacht. Das war etwas ganz anderes, stieß ich aus. Eine Viertelstunde später saßen wir beim Lunch im Luigi. Der begrüßte seine Gäste wieder überschwänglich. Er stellte zwei Gläser seines besten Rotweins auf den Tisch. Was möchten Sie essen? Wir bestellten auf seine Empfehlung hin. Nach einem Schluck Wein wollte ich von Holmes wissen: Was haben Sie nun gefunden? Er kramte in seiner Jacketttasche. Dann legte er zwei Dokumente in der Größe eines Briefbogens auf den Tisch. Ich schaute darauf und bemerkte: Das sieht für mich aus wie eine technische Zeichnung. Mein Freund und Hausgenosse nickte. Es ist eine. Dann legte er eine zweite Zeichnung auf den Tisch. Ein elektrischer Schaltplan? murmelte ich fragend. Erneut nickte Holmes. Ungewöhnlich. Aber in Moncriefmont töffelt man ja angeblich an vielem Geheimnisvollen. Nun blickte ich überrascht. Sie sehen einen Zusammenhang? Mein Freund zuckte die Achseln. Ich weiß es noch nicht. Jedenfalls finde ich es merkwürdig, eine technische Zeichnung in der Schublade einer Ärztin zu finden. Vor allem, warum bringt man sie um? Dem konnte ich nur zustimmen. Wir genossen das hervorragende Essen. Nach einem Nachtischkognak wollten wir aufbrechen, als aus heiterem Himmel ein fürchterlicher Regenschauer über London niederging. Oh, machte ich. Da sollten wir doch noch etwas abwarten. Si, sì, continua a goderti questo vino, rief da Luigi und kam mit einer bauchigen Flasche angelaufen. Bei diesem Wetter ist Vino die beste Zeitvertreib. Ich blickte Holmes an. Die Idee ist nicht schlecht, meinte ich. Holmes begann in Seelenruhe seine Pfeife zu stopfen. Ich gönnte mir eine Zigarre. Das Unwetter tobte gut eine Stunde. Als wir auf die regennasse Straße traten, riss Holmes mich zurück. Ich wollte etwas sagen, aber da beugte mein Freund und Hausgenosse sich schon wieder aus der Tür und bückte sich vorsichtig. Mit dem Gehstock stieß er an etwas. Danach trat er wieder zurück und sog hart die Luft ein. Ich sah nur ein Stück völlig durchweichten Kartons. Ich denke, der Platzregen hat uns, wenn nicht das Leben, so doch die Gesundheit gerettet. Jemand hat eine Sprengladung direkt hier unter dem Fenster platziert. Ich muß wohl blass geworden sein. Luigi schaute nun auch neugierig. Heilige Jungfrau. rief er heiser aus. Ich wandte mich an den Wirt. Haben Sie Feinde? Holmes zuckte die Achseln. Ich denke, das galt uns. Auf dem Nachhauseweg fixierten wir aufmerksam unsere Umgebung. Erst in der Baker Street atmete ich auf. Holmes wies Mrs. Hudson an, keinerlei Paketsendungen entgegenzunehmen. Aufatmend nahm ich erstmal in meinem Lieblingssessel Platz. Es war wieder kälter geworden nach dem kurzen Wärmeeinbruch des Tages. Ich spürte es an meiner Kriegsverletzung. Es dunkelte vor unserem Fenster, obwohl es erst gegen drei war. Holmes stand mißmutig da, die linke Hand an den dunkelroten Vorhang gelegt. Es wird erneut Schnee geben, er seufzte, und ich bin keinen Schritt weiter. Was denken Sie, wo wollte Miss Barton hin? Holmes wandte sich um. Das zu wissen hätte uns sehr geholfen, stieß er aus. Ich schaute zu meiner Zigarrenkiste. Denken Sie, dieser Anschlag hatte wirklich etwas mit dem Fall zu tun? Vielleicht ging es auch um einen Racheakt gegen Luigi. Italiener unter sich. Mafia? Holmes winkte ab. Nein, nein. Luigi hatte noch nie Probleme dieser Art. Ich zündete meine Zigarre an und Mrs. Hudson brachte uns frischen Kaffee und Gebäck. Holmes stöberte in seinem gut gefüllten Bücherregal, ich angelte nach dem Daily Chronicle. Dort ließ man sich im Leitartikel mit viel Polemik über eine Rede von William Ebert Gladstone in Bezug auf die Kolonialpolitik aus. Der Mann hat keine Ahnung, wie es in Indien tatsächlich aussieht, entfuhr es mir wütend. Holmes sah über die Schulter zu mir. Nun ja, guter Watson, Sie sehen das aus einer anderen Perspektive als die Herren des Parlaments. Sie sollten mal an die Front gehen. Ich wollte noch etwas hinzusetzen, als mein Blick auf einer fotografischen Darstellung hängen blieb. Diese Art der Reproduktion setzte sich im Zeitungswesen immer mehr durch. Photograph of the Real wurde das in den Fachzeitungen benannt. Schon seit 1834 Arbeitete in England William Henry Fox Talbot an einem Photographic Process with Photosensitive Paper. Die Yellow Press stürzte sich nun auf die Möglichkeit. Was mich aber jetzt an diesem schwarz weiß -Druck so fesselte, war die Darstellung einer Dame. Zweifelsfrei ein Gemälde mit antikem Hintergrund. Die Römerin war es betitelt. Man sah das markante Profil. Die Dame in der Tunika einer hochgestellten Person des alten Rom schaute über einen Tempelbezirk. Die Muse des DB. las ich zu meinem Erstaunen. Doch über die Identität des Modells gab es für mich keinerlei Zweifel. Ich zeigte den Artikel Holmes. Der las mit gerunzelter Stirn und bemerkte dann Elementar. Dann legte er die Zeitung fort und ging zum Kleiderständer wohin fragte ich erstaunt zu der galerie in chelsea dort sind die bilder von d b ausgestellt kommen sie schon vor der haustür empfing uns dichtes schneegestöber es war bitterkalt geworden trotzdem gelang es uns an der nächsten ecke eine droschke zu bekommen was versprechen sie sich von dem galeriebesuch wollte ich zweifelnd wissen holmes hüllte sich wieder mal in schweigen nach fast einer stunde hielt unser wagen an in der galerie brannte licht wir sahen im hintergrund des schaufensters schatten holmes marschierte auf die ladentür zu sie war verschlossen energisch zog er an der glocke mürrisch schlurfte ein alter mann heran es ist geschlossen holmes setzte sein gewinnendstes lächeln auf ich bin von edinburgh hergereist es war sehr schwierig es wäre sehr entgegenkommen von Ihnen, wenn ich trotzdem einen Blick auf die Bilder werfen dürfte. Er zog dabei einen Geldschein aus der Westentasche. Die Augen des Alten richteten sich gierig darauf, er schien zu überlegen, dann öffnete er die Tür und gab den Weg frei. Aber erzählen Sie es niemandem, sonst bekomme ich Ärger. Rasch wechselte der Geldschein den Besitzer. Keine Sorge, kam es von Holmes. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Der Alte schlurfte davon und drehte das Gaslicht höher. Nun konnte man die großformatigen Gemälde bestens sehen. Sie zeigten antike Motive, immer mit demselben Modell im Vordergrund. Holmes ergab sich in den höchsten Lobestönen. Endlich wandte er sich an den alten Mann Sie wissen nicht zufällig, ob die Dame, die hier Modell steht, Lady MacAwson ist? Ein leicht belustigtes Fünkchen glomm in den Pupillen des Alten. Nein, das ist Eileen MacAllen. Ihr Freund oder was auch immer hat sie gerne als Modell genommen. Ich stutzte, schwieg aber. Holmes hob die Augenbrauen. Richtig, er sprach davon. Damals in Montreathmond. Dr. MacAllen. Wie konnte ich das vergessen? Sie hat dann später eine Praxis eröffnet. Der Alte nickte. Das war nach dem Unglück. Tragisch, murmelte Holmes wie zu sich selbst. Der Alte holte tief Luft. Bis heute ist es völlig unklar, wie diese neue Kleinbombe explodieren konnte. Daniel Barton war, außer dass er malte, ein hervorragender Physiker, aber es gab immer mal Ärger mit seinem Cousin, dem Kardinal. Sie wissen es sicher, diese Affäre mit der Diplomaten Lady aus Burma. Ja, richtig. Wie hieß sie noch? Lydia Brannan. Sie hatte ein geheimes Verhältnis mit dem Kardinal. Ja, sie war damals dabei. Auch eine Physikerin. Der Kardinal hatte sie mitgebracht. Er war zuerst Militärbetreuer, Anglikaner und wechselte dann zum römischen Katholizismus. Der alte Mann wiegte den Kopf. Das war auch etwas undurchsichtig. Man munkelt, das Foreign Office habe dahinter gesteckt. Holmes runzelte die Stirn. Ja, das habe ich nie verstanden. Schließlich handelte es sich um ein Labor der englischen Regierung. Der Alte zuckte die Achseln. Der Kardinal und auch die Lady besaßen diplomatischen Status. Nun ja, irgendjemand muß das ja genehmigt haben. Holmes zuckte die Achseln und plauderte übergangslos über die Bilder. Plötzlich warf er ein: Das Verhältnis zwischen Eileen MacAllen und Daniel zerbrach sehr schnell. Tja, machte der alte Mann und ein bedauernder Gesichtsausdruck breitete sich über seinen Zügen aus. Das hing wohl irgendwie mit der Lady zusammen. Sie wissen gut Bescheid, warf ich ein. Der alte kicherte. Man hört zwangsläufig vieles mit. Daniel und Dr. McAllen trafen sich oft im hinteren Schuppen. Er zuckte die Achseln. Aber so ganz genaues weiß ich auch nicht. Nach einer Stunde ratterte unsere Kutsche wieder gen London. Können Sie mir mal erklären, was dieser Besuch und diese Konversation sollte? wollte ich etwas unwirsch wissen. Mir war kalt und ich hielt den Ausflug für völlig überflüssig. Na, na, guter Watson, der Nebel lichtet sich, kam es nur von Holmes. In der Baker Street setzte Holmes ein Telegramm auf. In der Küche bei Mrs. Hudson saß Cartwright, einer der Baker Street-Jungen, die Holmes immer mal wieder versorgte. Im Gegenzug erledigten sie ihm kleine Botengänge oder halfen auch so mal. Holmes gab ihm ein gutes Taschengeld. Das muss heute noch raus. Der nächste Morgen brachte noch mehr Schnee. Wir hatten eben unser Frühstück beendet, als Inspektor Lestrade aufgeregt auftauchte Wir haben eine Leiche in der leeren Mission bei der Oldwich Station. Mein Freund und Hausgenosse hob nur eine Augenbraue. Der Mann, dem der Finger fehlt, kam es sachlich. Lestrade stutzte. Ja, woher. egal. Ja, aber es kommt etwas hinzu. Holmes lächelte. Die Person ist seit längerem tot. Verdammt, Holmes! kam es von dem Inspektor. Wieso wissen Sie das? Holmes hob etwas die Hände an. Ich wußte es nicht. Es stellte aber eine Wahrscheinlichkeit dar. Eine halbe Stunde später standen wir vor der Leiche. Sie lag halb unter einem Schuttberg der stillgelegten Station begraben. Ich blickte verwirrt. Wer ist das? Holmes untersuchte die rechte Hand der Leiche. Hier fehlt der Ringfinger. Er ist kurz nach dem Tod entfernt worden. Es muß der Kardinal sein. Herrgott, ein Wirrwarr. Daniel Barton war wie sein Cousin Kardinal der römischen Kurie. Er wechselte vom Anglikanischen zum Malteserorden und wurde bald für seine Missionstätigkeit in Indien in den Kardinalsstand erhoben. Durch seine diplomatische Immunität konnte er auch mit Bestandteilen zum Bombenbau ungeniert hin und her reisen. Ich muß zugeben, die Status dieser Bartons haben mich irritiert. Ich muß gestehen, die Zusammenhänge wurden mir statt klarer immer mysteriöser. Was hat das mit der Amputation zu tun? rief ich erregt. Holmes runzelte die Stirn. Es ging und geht um den Ring. Draht wippte von einem Bein auf das andere. Wo ist dieser Ring überhaupt? Heaven, ich habe ihn in der Pathologie vergessen. Holmes antwortete nicht darauf. Er wollte wohl dem Inspektor nicht sagen, dass er ihn sichergestellt hatte. Vorsichtig räumte er mehrere Steine zur Seite. Für mich gab es keinen Zweifel, dass man den Leichnam vor längerer Zeit versteckt hatte. Holla. riss mich ein Ausruf Holmes aus meinen Gedanken. Ich kam neugierig etwas näher. Holmes ergriff eine Polizeilaterne und leuchtete über den mit Staub bedeckten Körper. Nun sah ich es auch. Der Brustkorb zeigte einen merkwürdigen Riss. Da ist etwas mit Macht eingedrungen, flüsterte ich. Holmes kam in die Senkrechte, Vermutlich ein Stück einer Bombe, erklärte er. Ich ließ mich täuschen. Nicht den alten Kardinal traf es, sondern Daniel. Eine Stunde später befanden wir uns wieder in der Baker Street. Eigentlich sind wir nicht weiter als zu Anfang, murrte ich, mich in meinen Sessel setzend. Mein Freund und Hausgenosse begann seine Pfeife zu stopfen. Das wird sich bald ändern. Meinen fragenden Blick ignorierte er. Kurz darauf tauchte ein Telegrammbote auf. Ah, die Antwort auf meine Anfrage, rief Holmes aus. Und? Der Teilschmutz an den Schuhrillen des Absatzes der Leiche stammt von einem besonderen Silikarboden. Man benutzt ihn auf Prüfständen von Waffenfabriken. Was sagt uns das? wollte ich wissen. Die Trägerin der Schuhe war kurz vor dem Mord dort.« »Also war Dr. McAllen...« Holmes schüttelte den Kopf. »Die Schuhe gehören jemand anderem. Sie sind etwas zu groß. Das ist mir im Leichenschauhaus sofort aufgefallen.« Ich schürzte die Lippen. »Was sollte ein Schuhtausch bezwecken?« Holmes lief mit ausladenden Schritten zum Garderobenständer. »Ich habe etwas übersehen.« man hat perfekt falsche Spuren gelegt. Er schnaubte. Scotland Yard kann man täuschen, aber nicht Sherlock Holmes. Ich beeilte mich, ihm zu folgen. Er war wütend, das spürte ich wütend über sich selbst. Ein eisiger Wind umfing uns, die trübe Laterne vor dem alten Backsteinbau des Schauhauses bewegte sich im Schneegestöber schaurig quietschend, in dem uneinladenden Flur roch es penetrant nach Desinfektionsmitteln. Zwei Leichenträger kamen uns entgegen. Wo befindet sich die Leiche von Dr. McAllen? hielt Holmes sie auf. Die ist vor zwei Stunden von den Angehörigen abgeholt worden, erklärte der Kleinere von beiden. Holmes Miene verfinsterte sich. Zum Westfriedhof, so nehme ich an. Nun schüttelte der Größere energisch den Kopf. »Nein, nein, ich hörte den Kutscher etwas von Schloss Grain Tower sagen.« »Das liegt am Stadtrand von Chelsea«, murmelte mein Freund. Dann rannte er bereits die Straße entlang. Endlich fanden wir eine Droschke mit einem mürrischen Kutscher, doch Holmes' großzügiges Trinkgeld erhellte seine Laune. »Das ist ein gutes Stück Fahrzeug. Das dauert bei dem Wetter.« »Egal«, rief mein Freund und sprang in den Wagen. Ratternd setzte sich die Kutsche in Bewegung. Wir schafften es in einer Stunde. Düster erhob sich das Gemäuer. Zwei trübe, gegen den Schnee und den Nachtwind kämpfende Fackeln säumten das Tor. Direkt hinter dem Schloss ratterte die Underground-Bahn der South Kensington and Paddington Railway-Linie ich erkannte auch schemenhaft eine brückenkonstruktion holmes zog fest an dem glockenseil so daß der schrille ton die nacht zerriß endlich schlurfte ein butler heran er trug eine weste und die hemdsärmel zeigten frische Rußspuren. holmes hatte etwas auf einer visitenkarte geschrieben diese reichte er dem butler geben sie das sofort ihrer herrschaft der butler schluckte nervös dann wieselte er ab. Wenig später öffnete er das Tor und ließ uns ein. Er führte uns in einen geschmackvoll eingerichteten Salon. Mir blieb die Luft weg. Die Dame, die uns entgegensah, war Dr. Eileen McAllen. Sie sind schneller dahinter gekommen, als ich dachte, kam es leise. Holmes machte eine abwertende Armbewegung. Ich bin nicht Scotland Yard. Nun lächelte unser Gegenüber. Mein Pech! Holmes atmete schwer. Weshalb, Dr. McAllen, haben Sie Ihre Schwester umgebracht? Weil es Sie offiziell nicht doppelt geben durfte? Wollte sie nicht mehr mitmachen und gefährdete eine geheime Operation? Ich gestehe, ich verstand zur Zeit nichts. »In was waren wir hier geraten?« Eileen MacAllen deutete auf die Sitzecke. Sie seufzte. »Es ist eh vorbei. Also kann ich Ihnen auch die ganze Geschichte erzählen.« Auf einen Wink brachte der Butler Cognac. »Sie können den Ofen wieder kleiner fahren, James,« kam es leise von der Hausherrin. Dann richtete sie den Blick auf Sherlock Holmes. Über dessen Lippen kam es sarkastisch. Sie wollten die Leiche verbrennen, damit niemand erfuhr, dass Ihre Zwillingsschwester Elena McAllen die Praxis in London führte. Sie hatten sich bei unserem Besuch als Putzfrau getarnt. Dr. Eileen Allen bestätigte das. Eleanor war sowohl Physikerin wie auch Medizinerin. Ich war auf besondere Verletzungen spezialisiert, daher arbeiteten wir zusammen. Sie hatte im Auftrag der Regierung eine Waffe entwickelt, die gegenüber den bisherigen eine verheerende Wirkung in ihrer Sprengkraft aufwies, klein, aber umso tödlicher. Eine von England bezahlte Untergrundgruppe sollte in Daly einen Anschlag verüben. Dieser sollte dann einer indischen Separatistengruppe untergeschoben werden, damit die britische Armee eine grundsätzliche Säuberung durchführen konnte. Sherlock Holmes Gesicht verfinsterte sich. Steckt mein Bruder da wieder mal drin? knirschte er durch die Zähne. Elena war dagegen. Wir waren eine Gruppe Untergrundagenten für England in Burma und Delhi. Konrad von Barton, der Sohn des bei einem Anschlag umgekommenen Kardinal Clemens Barton, sowie Lydia Brennan, eine Freundin von Daniels Vater. Das Kind stammte noch aus der Zeit, als Clemens anglikanischer Bischof war. Er konvertierte unter Einfluss des Foreign Office zum Katholizismus, wurde rasch Kardinal. Ich führte die Gruppe. Aline McAllen zündete sich eine Zigarette an. Sie inhalierte tief und fuhr fort. Daniel trat in die Fußstapfen des Vaters, was der britischen Regierung recht war. Man intervenierte in Rom und bald erhielt Daniel diplomatischen Status. Das war nützlich, um Teile von Waffen nach Indien zu bringen. Doch dann tauchte Conrad auf, ein Cousin von Clemens. Er verliebte sich in Elena. Daniel war sauer, denn er malte sie leidenschaftlich. Alle dachten, ich sei das Modell. Da wir unsere Zwillingsschwesternschaft geheim halten mussten, wurde das gefährlich. Zumal sich Elena plötzlich gegen die geplanten Anschläge in Indien wehrte. Sie vertraute sich Daniel an, der mich aufsuchte. Durch das Unglück bei einer Probesprengung starb Daniel. Sie nahm einen Schluck Whisky. Elenas Tod war eine Verknüpfung von Zufällen. Es kam zu einem heftigen Wortgefecht zwischen Lydia brennan und Conrad von Warten. Dieser behauptete, sie würde wissen, wo das Foreign Office einen wichtigen Führer der pro-britischen Indienbewegung versteckt halte, aber sie verneinte das. Daniel habe das gewusst, aber es ihr nicht verraten, um den richtigen Zeitpunkt für einen Anschlag auf ihn auszuloten, würde man den Mann töten hätte die Lobby in Indien einen wichtigen Führer zum Frieden mit England verloren. Es käme zu unkontrollierten Aufständen, was das Foreign Office wieder nutzen würde. Ha, ah, rief Holmes aus, eine Ikone erst retten, um sie dann für schäbige Pläne zu opfern. Schön ausgedacht. Holmes ballte die Fäuste. Die Leiche von Elena wurde über die Brücke mit einem U Bahnzug entsorgt. Unglücklicherweise fiel sie bei Aldgate vom Waggondach. Hätte Scotland Yard mich nicht hinzugezogen. Er ließ offen, was dann gewesen wäre. Er holte tief Luft. In der Manteltasche von Elena fanden wir in einen Lappen gewickelt den Ringfinger von Conrad mit dem Kardinalsring. Wieso hat sie ihn dem Toten amputiert? Aline McAllen machte große Augen. Das weiß ich nicht. Mein Freund sprang auf. Aber ich weiß, wer inzwischen die Bedeutung kennen könnte. An der Salontür wandte er sich noch einmal um. Sie wollten die Leiche Ihrer Schwester verbrennen, um die Identität des Zwillings zu verbergen. Ich nehme an, Sie haben auch Konrad auf dem Gewissen. Er war ein Mitwisser, der nichts ausplaudern durfte scotland yard wird da einige fragen haben kommen sie watson es eilt ob der offenbarung dieses unvorstellbaren komplotts rang ich nach atem holmes rief ich draußen vor dem tor denken sie wirklich ihr bruder wäre zu zu so etwas fähig das könnte doch einen krieg mit nicht absehbaren folgen geben mein freund schnaubte mycroft traue ich alles zu aber die Regierung. Holmes blieb stehen und sah mich ernst an. Mycroft ist die Regierung. jedenfalls oft. Die Queen wird das nicht gutheißen. Nun lachte Holmes laut auf. Ich denke nicht, dass sie das weiß. Da vernahmen wir den Widerhall eines Schusses vom Schloss her. Ich zuckte zusammen. Holmes stand gleichfalls wie erstarrt, doch dann meinte er gepreßt, alles geht seinen gang unsere droschke war noch da und mein freund trieb den kutscher zur eile an erstaunt war ich als wir vor der church of st andrew undershaft hielten ohne ein weiteres wort rannte mein freund auf das portal zu und betätigte die schwere bronzeklinke halbdunkel empfing uns gemischt mit dem schweren geruch von altem weihrauch und kerzenwachs Vier Kerzen brannten auf dem Altar. Holmes richtete den Blick auf die Statue des Schreibers John Stowe. Ich nahm an, die Kutte wäre einfach nur weggeworfen worden. Da irrte ich. Es sollte für jemanden ein Hinweis sein. Für wen? rief ich aus. Vermutlich nicht für Eileen McAllen. Leider habe ich den Hinweis nicht verstanden. Von Daniel Barton? Holmes sog die Luft ein. Der war da schon tot. Jemand wollte etwas verhindern. Er schaute an der Statue hoch. Er forderte mich auf, die berühmte Räuberleiter zu machen. Ich hörte es über mir rascheln, dann sprang Holmes federnd auf den Kirchenboden. Er hielt eine Art Papyrus in der Hand. Was ist das? wollte ich wissen. Mein Freund lächelte. Vielleicht die Lösung. Er lief zum Altar und hielt das Dokument gegen die Kerzen. Zauns, rief ich. Das sind nur Zahlen. Holmes griff in seine Jacketttasche und hielt etwas hoch. Der Ring, hauchte ich. Nun hielt Holmes den Ring hoch. Ich sah, daß die Innenseite des Steinträgers hohl war. Schildpad, Watson. Wenn man den Ring gegen die helle Kerze hier hält, dringt das Licht hindurch und erhielt nun das Dokument in gleicher Höhe etwas schräg dahinter. Um die Zahlen projizierten sich Umrisse. Ich schluckte. Tresco, die zweitgrößte Insel des Gili-Bereichs. Holmes bestätigte das. Die Zahlen ergeben genau den Standort des Landsitzes des Maharaja Semipor. Der Mittelsmann zwischen England und Indien, kam es heiser über meine Lippen. So ist es, kam es hart hinter uns. Wir wirbelten herum. Nur schattenhaft erkannten wir eine Gestalt, die hinter uns stand. In dem Ring hatte Conrad den Plan versteckt. Conrad der Idiot wollte aussteigen, kam es zynisch. Gut. Die Zahlen hatte ich bereits auf dem Dokument entdeckt, aber allein waren sie nicht von Nutzen. Tresco also ist das Geheimversteck. Woher wussten Sie, wollte ich mit Blick auf Holmes wissen, der zuckte mit den Schultern. Ein kleiner Artikel vor zwei Monaten in der Times. Die Gestalt trat näher. In der Rechten hielt sie einen Revolver. Sie werden nichts aufhalten können, Mr. Holmes, kam es zynisch. Amanda Barton, entfuhr es mir. Holmes lachte leise. So hat sie sich uns vorgestellt. Eigentlich Dr. Lydia Brannon, begnadete Physikerin und die eigentliche Erfinderin einer der brutalsten Sprengwaffen unserer Zeit, die Tochter von Jana von Limburg. Agentin des Deutschen Reiches. Im Kaiserreich wäre man sehr interessiert an einer instabilen Lage in Indien. Das würde England davon abhalten, seine Seeherrschaft weiter auszubauen. Dr. Brannan arbeitet sozusagen für zwei Seiten. Weiß Mycroft das? Nun blickte die Frau uns ernst an. Im Schein der Altarkerzen zeichnete sich ihr Antlitz scharf ab. Ihr Bruder weiß nur, was er wissen muß. So, machte mein Freund, ist ihm ein waghalsiges Unternehmen entglitten? Nun denn. Mit diesen Worten hatte er blitzschnell ein Bein erhoben und Lydia Brannan die Waffe aus der Hand getreten. Ich streckte mich in meinem Sessel. Das Kaminfeuer verbreitete angenehme Wärme. Auf dem kleinen Tischchen vor uns flackerte die Adventskerze. Lestrade ist nach Tresco unterwegs? fragte ich. Holmes bestätigte das. Das dumme Gesicht von Mycroft vorhin im Diogenes Club werde ich lange Zeit nicht vergessen. Mein Freund kicherte. Geschieht ihm recht. Hm, kam es von mir. Er will sicher nur das Beste für England. Ach, Gewäsch, Watson! Es geht immer nur um Macht, politischen Einfluss. Mein Freund sank in seinen Sessel. Wo bleibt die wahre Bühne? Canoven mit Niveau, Basta zum Beispiel, Gerog der Henker, ach, das waren noch Gegner. Aber Geheimdienstaffären, Morde, Verschleierungen, das ist nicht mein Metier. Resigniert begann er, seine Pfeife zu stopfen, nun, merkte ich an, Sie haben aufgedeckt, daß in der Operationsgruppe Ihres Bruders ein Verräter saß. Pah, machte mein Freund nur. Ich erhob mich und trat ans Fenster. Es hatte wieder Schneefall eingesetzt. Weiß bot sich die sonst trübe Baker Street, als wolle ein sanfter Mantel das Böse abdecken.